Mein Millionärsong, ich hab schon fast 2 Millionen auf dem Konto. Immer mehr Geld, dort dann wird mein Konto bald explodieren. Denn mein Konto zu explodieren zu bringen, wird doch mal unglaublich cool werden. Ich finde es cool, wenn ich bald 2 Millionen bekomme und dann auch immer mehr von YouTube und von TikTok bekomme. Doch es wäre dann einfach mal toll, 2 Millionen auf dem Konto zu haben. Doch solange ich schon die 2 Millionen auf dem Konto habe, wird schon wieder die nächsten 4 Millionen raus sein. Wer fragt mich noch einmal, kannst du mir bitte die Millionen geben? Ich sage natürlich sofort ja, denn Obdachlose können es eh gut ausgeben. Die armen obdachlosen Leute auf der Straße sitzen und schlafen, wird immer unbequemer. Doch bitte gib doch mal die Obdachlosen ein kleines Zuhause. Bitte schenkt Regierung, bitte ihr mal eine kleine Matratze. Doch eine Matratze können sie eh gut verwenden. Am Boden schlafen, ausstehen, dann wieder Kreuzweh. Können wir mal reden über Kebab 2018, 19. Kebab noch auf 3,50 € und jetzt schon auf 5 €. Und in Deutschland sogar schon auf 10 €. Bitte sagt zum Olaf Scholz, dass er wieder Kebab auf 5 € machen soll. Oder wenn ich sogar auf 2,50 €, war das sehr gut. Doch ich als Österreicher habe noch nicht so teuren Kebab zu Hause. Noch immer Kebab 5 €. Bitte, es darf nicht teurer werden, sonst werden wir bald pleite. Denn wir brauchen das Geld für bessere Dinge. Bitte macht das Essen ein bisschen billiger. Die armen Leute können sich nichts mehr leisten. Doch das Leisten ist doch wichtig. Bitte gib die Obdachlosen wieder mal ein kleines Zuhause. Wenigstens die Matratze. Wäre gut für sie zum Liegen und auch zum Kratzen. Doch man denkt, Obdachlose klauen Müll aus, klauen Essen aus. Müll, Müll, wa, schmeckt ekelhaft. Wer würde schon den Müll essen? Die armen Obdachlosen, sie müssen Müll klauen. Müll klauen ist so ungesund für die Hände. Dann, wenn irgendwo ein Dreck dabei ist, ist noch ungesünder. Doch da können wir mal reden. 2010 bis 15 noch früher beim Benzin und Diesel. Doch Diesel noch früher auf ein bisschen unter 1 €. Und jetzt schon fast auf 2 €. Können wir mal über Benzin reden? Benzin früher noch unter 2 €. Und jetzt schon fast auf 2 €. Benzin ist nicht billiger geworden. Denn sie wollten eher mehr Orden. Doch das Geld ist denen nur so wichtig. Nur weil die so geizig sind, können wir mal über die Ölkosten reden. Immer wird es teurer. Früher noch so billig und jetzt schon so hoch mit den Preisen. Denn das wird sich bald keiner mehr leisten können. Tschüss.